Hallo in die Runde, willkommen zu einem kurzen Video über rote Limit Breaker Screenshots. Ich glaube, wir gehen in die sechste oder siebte Runde. Sturmfang im Kostüm. Bedenkt, es ist ein 4-Sterne-Held und ich finde, der hat deutlich tanky Fähigkeiten, also zumindest die Werte bekommen. Nicht schlecht. Ja, zwei Nemos folgen. Dicht nach Season 4, denke ich, kann man damit auch direkt mal starten und die direkt einmal posten. Ihr seht hier, der Unterschied ist Schildleben, ne? Witzigerweise ist der Angriff gleich geblieben. Ganz klar würde ich ja Rüstung favorisieren, aber muss jeder selbst wissen. Dann habe ich nochmal einen Wilbur, den ich bisher noch nicht hatte. In dieser Auslegung. Und ich finde, es ist immer noch für einen 4,5er, ja. Es ist halt einfach so krass, die Werte. Gestiefelte Kater. Wieso der da auf Angriff gegangen ist und wieso der Angriffswert so hoch ist, keine Ahnung. Aber Rüstung, Lebenspunkte in Kombination mit Schurken, Wappen. Und dann der Fähigkeit, ne, wenn man ihn in einem Beschwörer-Team hat und dann auf Mittel etc. ist schon böse, also der gestiefelte Kater, den hätte ich eigentlich auch noch gerne, würde den dann in ein lila Team reinpacken, weil ich ja Freya habe. Und dann kann man eigentlich quasi komplett auf Heiler verzichten, wenn man nur mit Minions im Angriffsteam arbeitet. Oder mit ihr gepaart, ja. Nor gibt es noch und es gibt sogar Leute, die sie Limit breaken, wie ich eben gerade festgestellt habe. Finde ich heftig. Hat durchaus gute Werte. Dass sie immer noch langsam ist und dass sie immer noch Noor ist, ist klar. Aber wenn man sie mit dem Kater paart, dann steht da ziemlich schnell ein fetter Spatz, der auch nicht wenig Lebenspunkte hat. Dann habe ich nochmal einen Räuben gefunden. Diesmal mehr auf Verteidigung und Leben. Und dann habe ich Aslar gefunden. Ohne Kostümbonus. Also der hat natürlich ohne Ende Angriff, klar. Aber die Rüstung steht in keinem Verhältnis für einen 5,5 Sterne Helden. Das war es dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Grüße, tschüss.